Wir haben eine menschenzentrierte, vertrauenswürdige KI, basierend auf demokratischen und ethischen Werten. Das ist unsere Stärke und es muss unsere Stärke bleiben. Braucht Europa eine KI-Revolution? In meiner täglichen Praxis als Gründerin und Unternehmerin sehe ich im globalen Kontext die Tatsache, the world is not waiting for Europe. Und das betrifft alle Bereiche, in denen Innovation eine Rolle spielt. Von Life Sciences über Biotech, über KI, Distributed Ledger Technologies, Blockchain, Quantencomputer und, und. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die digitale Revolution einen Tech Race hervorgerufen hat. Und leider, die EU spielt dabei nicht an vorderster Stelle. Auf der anderen Seite sind es aber nicht nur die immer genannten USA und China an vorderster Stelle, sondern wir haben mit Ländern wie Japan und Südkorea auch andere Player, die an vorderster Front mitspielen. Und auch innerhalb Europas gibt es verschiedene Geschwindigkeiten, gerade im Bereich KI. Europa hat das Potenzial, um mit KI auf der globalen Global Player Liste mitzuspielen. Aber dafür brauchen wir keine Revolution in dem Sinne, sondern eigentlich mehr einen Kickstart. Wir brauchen ein Umsteigen vom Tanker ins Schnellboot. Die Frage, die sich oft stellt, ist, was braucht Deutschland und Europa, um KI-technisch voll durchzustarten? Natürlich unbestritten, es braucht ein adäquates KI-Tech-Ökosystem. Dazu gehören die richtigen Rahmenbedingungen. Einerseits auf der rechtlichen Seite. Wir sehen aktuell sehr große Vorhaben, Bestrebungen auf EU-Ebene im Rahmen von Brüssel, zum Beispiel den sogenannten AI Act. Das ist das Themengebiet zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und hier ist es ganz wichtig, wenn der AI-Act kommt, und er wird definitiv kommen, dass wir hier darauf achten, keine Überregulierung. Wir brauchen ein flexibles Regelwerk, das Innovation heute zulässt, aber vor allem auch in Zukunft. Denn die Technik wird sich weiterentwickeln. Sie entwickelt sich jetzt schon jeden Tag weiter. Und dann ist es wichtig, jetzt ein Regelwerk zu schaffen, was aber auch noch in einigen Jahren Gültigkeit entfaltet, damit es nicht dann nochmal neu und überdacht und so weiter werden muss. Es ist ganz wichtig, vor allem für Startups und KMUs, derartige Regelwerke in diesem Kontext zu überdenken und zu bedenken, weil wir wissen alle, Startups und KMUs, sie können ihr Potenzial nur voll entfalten, wenn auch diese Dinge nicht zu bürokratisch, nicht zu administrativ sind. Und Startups und KMUs sind unbestritten eine der wichtigsten Säulen in unserem Tech-KI-Ökosystem. Hinein spielt natürlich dann auch zum Beispiel der European Data Act, European Health Data Space und. Also viele, viele Sachen, die jetzt gerade auf europäischer Ebene angestoßen bzw. bearbeitet werden. Und das ganz Essentielle bei diesen ganzen Punkten ist, wir brauchen entsprechende Rahmenwerke, die Innovation zulassen, und zwar die Innovation Freiraum geben und Flexibilität. So wie eigentlich, was ich gerne so als Vergleich heranziehe, wie der Mensch Luft zum Atmen braucht. Genauso benötigt es das für die Innovation. Ein weiterer Punkt, den wir brauchen, ist eine Verbesserung des Transfers von Research in die Praxis, wie wir es natürlich vorteilhaft schon auch in den USA sehen, wo da sehr, sehr große Projekte in dergleichen Strukturen erkennbar sind und schon seit Jahren, seit Jahrzehnten umgesetzt werden. Wir brauchen auch große Mengen an Risikokapital und das nicht nur in der Anfangsphase, sondern auch in der späteren Phase für Startups. Und es ist natürlich da auch ganz interessant, sich die Zahlen ein bisschen anzusehen. Wir haben 2017, das hört sich in der Tech, in der KI-Welt immer ein bisschen schon fast alt an, weil das jetzt schon mittlerweile fast 5 Jahre her ist. Aber aus dem anderen Blickwinkel, bereits 2017, haben wir gesehen, dass weltweit 48% vom Venture Capital nach China im Bereich KI geflossen sind und 38% in die USA. Also da ist wirklich noch Room for Improvement. Und vor diesem Kontext brauchen wir auch zum Beispiel erleichterte Strategien, Konzepte und Umsetzung, dass wir auch das entsprechende Talent, die Arbeitskräfte, das Potenzial für die KI-Startups und für die KMUs hier attraktiv heranziehen. Also es ist ja immer von dem War for Talent die Rede und Knappheit auch, was entsprechende Kapazitäten auf dem Arbeitsmarkt anbelangt. Und es ist auch ein wichtiger Punkt, den wir berücksichtigen müssen. Wir brauchen Hightech-Innovationsstrategien und wir brauchen nicht nur die Hightech-Innovationsstrategien, die gibt es ja schon in Teilen, sondern die müssen auch zeitnah umgesetzt werden für eben noch ein Startup-freundlicheres Ökosystem. Und vor diesem Hintergrund kann man sich dann eigentlich auch meines Erachtens
in Anführungszeichen diese Silicon Valley Sightseeing-Reisen sparen. Ich finde es gut, nicht falsch verstehen. Aber der Punkt ist der, wir haben das Potenzial für KI-Innovation hier. Wir haben eine hochtalentierte und diverse KI-Szene hier. Es müssen hier die Rahmenbedingungen passen. Und es bringt natürlich nichts, wenn man irgendwo außerhalb tolle Ideen sieht, die man dann gerne hier umsetzen möchte, aber es einfach aufgrund der Rahmenbedingungen nicht machbar ist. Wo liegen die besonderen Stärken von KI Made in Germany? Die besonderen Stärken liegen darin, wir haben eine menschenzentrierte, vertrauenswürdige KI, basierend auf demokratischen und ethischen Werten. Das ist unsere Stärke und es muss unsere Stärke bleiben. Vor allem, wenn wir nicht wollen, dass diese Standards woanders besetzt oder sogar woanders definiert werden. Weil das wäre eindeutig eine Gefahr für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, aber auch für unsere Sicherheits- und unsere geopolitische Ordnung. Wie kann gerade das Gesundheitssystem von KI und Blockchain profitieren? Verbindendes Element von beiden sind die Daten, unbestritten. Dazu brauchen wir aber nicht nur irgendwelche Daten, wir brauchen eine Vielzahl von Daten von guter bzw. sehr guter Qualität und wir brauchen auch einen guten, erleichterten Zugang zu diesen Daten. Denn die Daten sind das verbindende Element und zugleich eigentlich auch die Achillesferse. Und wenn wir jetzt uns auf Anwendungen gehen, zum Beispiel sehen wir sehr große KI-Vorteile oder Anwendungen im Bereich des Gesundheitswesens, im Bereich der klinischen Forschung, bei Diagnostik, Behandlung, Prävention, bis hin zu ganz einfachen administrativen Abläufen. Wir sehen auch die Sicherstellung intelligenter Versorgungsketten, die mit KI wesentlich verbessert werden kann. Oder zum Beispiel den Einsatz von KI im Bereich klinischer Studien, wo wir mit KI zielgerichtet, zum Beispiel in Bezug auf die Priorisierung von Wirkstoffen, klinische Studien zu einer höheren erfolgsversprechenden Rate verhelfen können. Oder auch im Bereich Blockchain. Blockchain natürlich zum Beispiel zum Themenbereich Datenaustausch, aber auch Benutzerfreundlichkeit oder Nachverfolgbarkeit von Lieferketten. Und ganz wichtig, auch aktuell, ist dieses Thema der Authentizität von Arznei, also Nachverfolgbarkeit. Und für mich ist es auch wichtig zu sagen, weil das sehe ich in meiner täglichen Praxis, es ist wichtig für die Zukunft auch und in vielen Ländern, zum Beispiel in Asien, ist es jetzt ja schon der Fall, nicht nur zu sagen, hier ist KI und hier ist Blockchain, sondern wir sehen in Asien mittlerweile Anwendungen, wo beides miteinander kombiniert wird, mit ganz interessanten und erfolgsversprechenden Ergebnissen. Wichtig ist es, dass wir digitalen Fortschritt und die Entwicklung damit einhergehender Technologien, dass wir dem stets einige Schritte voraus sind. Und vor allem, und das ist ein ganz entscheidender Faktor, dass wir diese Thematik in ihrer Gesamtheit verstehen. Welche Forderungen gibt es jetzt in diesem Zusammenhang an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu stellen? Über allem schwebend, wir brauchen und wir müssen schaffen KI-Tech-Innovationsökosysteme, die zum besten Wohle aller in unserer Gesellschaft dienen. Dazu gehört einerseits die Forderung an die Politik. Wir brauchen die richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wir brauchen keine Überregulierung. Wir brauchen Rechtsklarheit. Und wir brauchen auch keine, gerade für Startups, zu hohen bürokratischen Anforderungen. Und ein wichtiger Bereich ist auch, was wir eben in Asien sehr stark sehen, in China in den letzten Jahren, die Thematik Staat als Investor. Also nicht nur Geldgeber durch die Privatwirtschaft, sondern auch durch den Staat. Sind wir bei dem Thema der Wirtschaft? Was ist die Forderung an die Wirtschaft? Das ist eigentlich fast eher ein Push, nicht so sehr eine Forderung. Wir brauchen einen stärkeren Austausch zwischen Startups mit KMUs in Bezug spezifisch auf KI-Anwendungen, auch im Bereich von KMUs. Die Forderung an die Gesellschaft. Wir brauchen eine Änderung des digitalen Mindsets. Wir müssen wegkommen von diesem, wir bringen Innovation erst auf den Markt, wenn wir 110% sicher sind, sondern auch mal den Mut zu haben, es ist 90, es ist 95%. Und wir haben die Möglichkeit, nachzubessern. Verantwortungsvolles Hinterfragen, gerade in diesem Zusammenhang. Und auch eine Transparenz in Bezug auf KI gegenüber der Gesellschaft. Und natürlich brauchen wir eine Technikbegeisterung, die ich aber ehrlich gesagt in großen Teilen der Gesellschaft heutzutage schon erkennen kann. Wichtig ist, wir brauchen eine Art Übersetzung unserer Vision in die Wirklichkeit, in die Praxis, was in vielen Bereichen schon der Fall ist. Keep innovating and always challenge the status quo.